Der ewige Schnee, Teil 19. John war durch seine scheiternden Gedanken so unruhig geworden, dass er zu Fuß und ohne Plan einfach losgelaufen war, um endlich frische Luft zu bekommen. Wohin er ging, war ihm eigentlich egal. Hauptsache, er würde einfach laufen und von all dem fortkommen. Ähnlich wie es dem Adler ging. Vor allen Dingen war es ihm wichtig, nicht in irgendeine Behausung in diesem Zustand zu sein, sondern frei und draußen, wo er beliebig an sich abwechselnden Eindrücken teilnehmen konnte. Besonders aber im Laufen war, denn sein Laufen war für John so etwas wie die Verlängerung und die tätige Wirkung seiner Gedanken. Erst durch die sich bewegende und wahrnehmende Aktivität war für ihn Denken sinnvoll. Catalina war ebenso wie er ohne Plan in der gleichen Gegend unterwegs. So schienen John und Catalina draußen in ihren unvermeidlichen Bergen wieder etwas zu suchen, von dem sie nichts wussten, außer dass es ihnen irgendwann dort oben begegnen würde, wenn sie so weiter herumliefen und sich überraschen ließen. John lief etwas schneller als Catalina, jetzt jenseits seiner Gedanken Traurigkeit. Catalina hielt öfter an, um zu schauen. Sie drehte sich jedes Mal um die eigene Achse, wenn sie so stand, als ob sie das Panorama um sich herum richtig wahrnehmen wollte. John musste mit seinem Körper die Anstrengung fühlen, die ihn das Wandern hier oben kostete. Er dachte an seine Anfangszeit in dieser Gegend, in der er die Berge nicht so recht gemocht hatte, weil sie immer Anstrengungen bedeuteten. Jetzt konnte er sich nicht mehr vorstellen, in einer flachen Landschaft leben zu müssen. Laura befand sich ein Stück unterhalb von Catalina, die Steinböcke immer noch auf dem schmalen Plateau, ohne zu weiterem Aufstieg am steilen Felshang gewagt zu haben. Sie waren direkt gegenüber John, aber etwa 800 Meter höher als er. Der Adler, auch müde von seiner Orientierungslosigkeit, war direkt über den Steinböcken. Das Unwetter hatte ausgereicht, um ihn wieder in seine für ihn bestimmte Welt zurückzuholen. Pablito hatte das Spiel mit Espirito wirklich gespielt. Einerseits, um ihn loszuwerden, andererseits, um diesen zu beweisen, wer er wirklich war und wer, ja wer Herr in seinem eigenen Haus war. Als er auf der Toilette saß, verabschiedete er sich von all dem hier. Und seine Konzentration war heute so stark, dass er es ohne weiteres schaffte, sich in die Umstände von Dorrit hineinzudenken und zu fühlen. Da er sie mittlerweile so gut kannte, hatte er sämtliche verfügbaren Eindrücke, die er je von ihr hatte, mit dem, was er jetzt gerade unmittelbar von sich und ihr wahrnehmen konnte, konzentriert. Eine Einstellung, die er Ewigkeiten in seinem Leben geübt und probiert hatte und sich dadurch so gut wie körperlich in ihre Nähe zu begeben, beziehungsweise sich durch sie selbst gezeigt. Eine Möglichkeit, so unglaublich es auch klingen mag, die raum- und zeitlos beliebige Objekte und Situationen, auf die er sich einstellte, konzentrieren konnte. Traumähnlich, aber sich doch sehr real auswirkend. Ein Wanderer zwischen den Welten. Aber was machte Espirito in der Zeit, nachdem Pablito in seinem eigenen Haus angeblich aufs Klo verschwunden war? Zunächst hatte er es Pablito abgenommen, dass er zur Toilette ging. Er war ja schließlich diskret und menschlich genug, um dies jemand zuzubilligen. Schnell begriff er aber, dass es Pablito darauf anlegen würde, mit ihm etwas zu tun, um ihn wirklich herauszufordern. Nach ein paar Minuten schlich er sich in Richtung der Toilette, um zunächst zu horchen und dann taktvoll etwas zu warten. Dann rief er ihn,
der Höflichkeit halber, dann ein zweites Mal, schließlich nach einer weiteren halben Minute nochmal. Und dann wusste Espirito, um was es hier ging. Er verließ Pablitos Haus. Catalina setzte sich gerade, als sie den dunklen Vogel sofort wiedererkannte, der es sich gemächlich segelnd, höchstens ein paar Dutzend Meter von ihr entfernt, in der warmen Luft über ihr bequem machte. Laura hätte John beinahe gesehen, wäre da nicht ihr Baby gewesen, nach dem sie schauen musste. Dies hatte sich wohl etwas verschluckt. Sie ärgerte sich jetzt, eine solche Strapaze auf sich genommen zu haben, um diesen Mann über eine andere Frau zu finden, und noch dazu kam, dass es dem egal war, mit welcher Frau er schlief. Hauptsache, er konnte mit so vielen wie möglich schlafen. Laura wurde wütend. Der kleine Säugling, der John wie aus dem Gesicht geschnitten war, fing an zu brüllen, wie er es seit seiner Geburt noch nicht getan hatte. So laut, dass die Steinböcke ihn bis hier oben deutlich hören konnten. Ebenso John selber, der das Säuglingsschreien für eine Täuschung hielt, denn welche Säuglinge sollte es hier oben schon geben? Musste er ein paar Wildkatzen sein. Laura versuchte, das Kind zu beruhigen, aber weder das Anlegen an ihre Brust half, noch das Tragen, noch das schnelle Weiterlaufen. Es schrie und schrie, und der Hall seiner Stimme überschlug sich zigfach durch das alle umgebende großflächige Gestein. Alle, die hier oben waren, konnten es nun deutlich hören. John, Catalina, die Steinböcke, der einsame Adler und Espirito, der sich auf den Weg gemacht hatte, um den untergetauchten Pablito zu finden. Espirito war nun selbst außer sich, weil er ahnte, dass Pablito etwas konnte, was ihm vielleicht nicht geläufig war. Dorit stand benommen auf der Wiese, als sie sah, wie sich Pablito ihr, wie aus dem Nichts kommend, mit schnellen Schritten näherte, als sei er vom Himmel gefallen. Nur Pablito selber konnte wissen, dass auch fast so war, wenn auch nicht vom Himmel, dann aber. Sie winkte ihm entgegen und Pablito zog an seinen weißen Hut, den sie bei ihm noch nie gesehen hatte, tiefer in die Stirn. Schweigend stand er nun vor ihr, ohne Ansprache, stumm. Dorit kannte ihn nur mit der Wirkung seiner Worte. Dieser Pablito hier hatte aber keine Worte, keine Stimme, aber dafür seinen Blick. Dorit hatte noch nie einen Menschen erlebt, der in ihr mit einem solchen Blick so unglaublich viel auslösen konnte. Schon dachte sie, hätte er doch bisher weniger mit ihr gesprochen und mich dafür mehr angeschaut. Lange standen sie sich beide so gegenüber. John wäre fast über Catalina gestolpert, als er sie um die Ecke gehend plötzlich auf dem Boden sitzen sah. Catalina war erstaunt, ihn so atemlos vor sich zu sehen. Für beide war es dieses Mal anders als ihre bisherigen Begegnungen. Etwas wirkte nicht mehr so selbstverständlich. Es kam mir getrieben vor, aufgescheucht, unruhig wie Not, ähnlich wie damals mit dem Adler. Als ob sie sich beide brauchten, um weitermachen zu können. Ein Augenblick später flog der Adler auf Catalina und John zu. Und John hielt unwillkürlich seinen Atem an, denn das konnte nicht sein, das passte nicht. Laura lief mit geöffnetem Mund und einem Rucksack über ihrem Bauch direkt unterhalb des Adlers auf sie zu. Und als sie John wahrnahm, stolperte sie und fiel, den kleinen Rucksack vor sich mit beiden Händen haltend.
in Zeitlupe fiel sie für John. Da es so langsam war, sah er seinen eigenen, aber kleinen Kopf oben aus dem Rucksack herausschauen. Laura schrie, lange, gedehnt, aber nicht mit einer tieferen Stimme wie in Zeitlupe, sondern mit ihrer ganz normalen, mütterlich hohen und schützend hysterischen Stimme, voller Kraft. Und ihre Augen waren dabei auf John gerichtet, nur auf ihn. Und ihr Blick und sein Gefühl zu ihr und sein kleiner Kopf im Sack und Catalina fügten sich zu etwas in seinem Bauch zusammen, etwas, das ihm bekannt war, schon lange bekannt. Er wusste sofort, was ihm bekannt war. Sein Durchfall war der Wegweiser für alles Wichtige und Wesentliche in seinem Leben. Als sich der kleine John-Kopf stürzend und mit entsetzt weit geöffneten Augen dem staubigen Geröllboden bis auf wenige Zentimeter näherte, über sich seine Mutter auf ihn fallend, aber immer noch von ihrer behütenden und schützenden Händen bewahrt, als diesen Augenblick Catalina und John unmittelbar vor sich wahrnahmen, war es wieder Catalina, die geistesgegenwärtig aufsprang, so wie damals in der Berghütte, als John vom schaukelnden Stuhl flog, griff mit ihrer Hand von unten den Kopf des Säuglings, bevor dieser mit seinem Gesicht auf dem harten Boden angekommen war, griff mit der anderen Hand auch Laura, allerdings unvorteilhafter am Hals, was bei Laura zu den wahrhaften, wahnhaften Vorstellungen führte, Catalina wäre irgendwie eine von Johns zahlreichen Weibern, mit denen er hier oben so herumzog, um sich zu vergnügen, wehrte deswegen Catalinas helfende Hand ab, fasste sie dann aber herzhaft am Handgelenk bis hinein, so lange, bis Catalina schrill und noch schreien musste, und als alle drei dann schließlich auf dem staubig wabernden Boden lagen, musste John mit ansehen, wie sein kleiner Sohn, von dem er natürlich nichts wusste, aus dem Tragesack fiel und schnell, sehr schnell, seitlich den Abhang hinunterkullerte. Espirito sah in diesem Moment drei parallel ablaufende Szenen vor sich. Einmal die drei springenden und stürzenden Menschen, von denen ein Baby den Abhang herunterrollte, dann Pablito mit Dorit, die durch die Luft davon flogen, und in der dritten Szene sah er sich selbst, wie er das Schreckliche, das gerade unter dem Adler stattzufinden begann, auflösen musste. Selbst für Espirito war das zu viel, und schon bereute er, dass er heute den Weg zu Pablitos Haus genommen hatte und die Dinge sich so fulminant entwickelt hatten. Als der erfahrenste Steinbock ein paar Dutzend Male mit seinen Vorderläufen versucht hatte, Höhe zu gewinnen, jedes Mal aber wieder zu der Gruppe zurückrutschte, entfuhr ihm ein unwirscher, langer und aufgebender Laut, der die anderen das Fürchten lehrte, aber auch gleichzeitig ihren Respekt vor ihm strapazierte. Sein letztes Abgleiten sah wie ein rutschender Kadaver aus, der zum letzten Mal in seinem Leben auf etwas fiel, um dann nie mehr etwas zu tun. Die Steinbockziege sorgte sich, nein, sie glaubte es nicht, denn sie hatte so etwas noch nicht erlebt. Hätte sie gewusst, wie viele Generationen von Steinböcken bei ähnlichen Situationen schon ums Leben gekommen waren, an kleineren Herausforderungen aus widrigen Umständen gescheitert waren, aber deswegen ihre Spezies immer noch nicht ausgestorben war. Als die Gruppe von Tieren den Höhepunkt ihrer Nervosität und Unruhe erlebt hatte, wurden sie alle ganz ruhig. So ruhig, dass sich der Erfahrenste wirklich auch ausruhen konnte. Niemand von ihnen versuchte etwas weiter. Abstieg ohnehin nicht. Oder vielleicht doch? Pablito packte sich Dorit frecherweise auf seine linke Schulter, fast mit einem Schwung. Und noch ehe diese einen möglichen Protest von sich geben konnte, machte er, dass sie beide hier schnell fortkamen. Aber Dorit war gar nicht mehr dazu in der Lage, ihre sonst so typischen Protest geschehen zu lassen,
denn sie blieb in ihrem besonderen Zustand, in den sie sich selber gebracht hatte. Wie gesagt, eigentlich ganz einfach gebracht hatte. Nur durch Konzentration auf das Unmittelbare. Weitergehen, als sich sonst von der nächsten hervorquellenden Wahrnehmung ablenken zu lassen. Die Spitze des Unmittelbaren durchtauchen, sonst nichts. Ein klein bisschen mehr Aufmerksamkeit und weitermachen als sonst üblich. Und schwupps, schon bist du in einer anderen Dimension des Lebens. Pablito fing schneller zu laufen an. Dieselbe Konzentration, wie sie Dorot auch hatte, aber im Vergleich zu ihr konnte er sein Bewusstsein stärker kontrollieren und blieb weder in dem einen noch in dem anderen Zustand hängen. Er beherrschte einfach die Klaviatur. Er blieb am Leben, durchtauchte seinen Tod, wurde etwas anderes, um schließlich wieder zu sich selbst zurückzukommen. Pablito wusste, dass alles gleichzeitig war und es auch daher kein Anfang und kein Ende gab. Starb das eine, war es, als sei es gerade aus der Tür in einen anderen Raum gegangen. Die Wirklichkeit war, dass es überhaupt nicht so viele Menschen gab, sondern nur eines, das immer da war und alle Objekte durchdrang. Raum, Zeit, Objekte, Gestalten, Menschen waren endlich, zerfielen, kamen und gingen, waren letztendlich nicht das, aus dem sie gemacht waren. Er lief noch schneller. Als sein Körper die Grenze des noch möglichen physiologischen Laufens erreicht hatte, schaltete er wieder in einen anderen Bewusstseinszustand um. Und alles war nur kein Laufen mehr. Das kleine Baby kullerte zunächst ganz langsam, sodass Catalina dachte, sie könnte es leicht wieder aufheben und seiner Mutter übergeben. Aber so war es nicht. Als sei den kleinen John John, als sie den kleinen John John schon in den Händen hatte, fiel er wieder schreiend heraus hinab und kullerte dann wieder schneller als zuvor den Abhang hinunter, wobei sein Schreien aufhörte. John eilte Catalina zu Hilfe, stolperte über auf dem gerölligen Boden, rutschte, berührte Laura im Fallen. Diese versuchte ihn noch an der Hand zu sich emporzuziehen, was sie tiefer mit ihm verband, als es ihr gemeinsamer Geschlechtsverkehr ermöglicht hatte. Aber nichts gelang. John nahm wie sein Sohn an staubiger, rutschender Hosenbodenfahrt auf, wurde schneller als das kleine rollende Bündel vor sich, überholte ihn, nicht ohne zu versuchen, ihn mit nach hinten ausgestreckten Armen aufzuhalten. Laura war jetzt zu nichts mehr in der Lage, außer dem Treiben entsetzt zuzuschauen. Fast hätte sie beide Hände vor die Augen genommen. Catalina sah, wie sich das Schicksal der zwei Fallenden anschickte, seinen Lauf zu nehmen, ohne dass sie noch dazu in der Lage war, einzugreifen. Espirito, der eigentlich bei Pablito und Dorit sein wollte, musste sich unfreiwillig der neuen und sehr gefährlichen Situation mit dem ihnen bekannten John und Catalina und der fremden Frau und ihrem Baby stellen. Es war keine leichte Aufgabe, aber immerhin hatte er es geschafft, die ihm und Pablito bekannten Menschen hier oben ausfindig zu machen. Pablito würde ihm schon wieder begegnen. Die beiden staubrollenden Menschen schossen den Abhang hinab. Schnell. Die Situation, die er noch vor einigen Stunden mit Pablito in dessen Haus erlebt hatte, war dagegen wie eine träumerische Nachmittagsmärchengeschichte von zwei gealterten Zauberern. Das hier aber war eine grausame Bergwelt. Espirito hielt sich in seinem Leben lieber im Flachland auf. Das war auf jeden Fall vorhersagbarer als ständiges Gefälle, dessen Gravitationskraft ihn nur zu krassen Herausforderungen führen konnte. Er musste jetzt ohnehin, ohne zu denken, handeln. Der Adler segelte über den beiden Fallenden. Es machte ihm ein seltsames Gefühl in seinem Bauch. Nicht, weil er Mitleid hatte.
Da, was hatte er da alle hier oben schon fallen? Was hat er hier alles oben schon fallen sehen? Vielleicht lag das ja aber an seinen bisherigen Interaktionen, die er mit Menschen erfahren hatte. Er war mit dem, was da gerade passierte, verbunden. Pablito stand mit Dorrit in dem hölzernen Flur, in dem beide schon öfter gestanden und ihre Erlebnisse miteinander geteilt hatten. Dorrit schaute sich verwundert um, weil sie nicht begreifen konnte, wie sie hierher gekommen war. Wie ein Säugling, der noch nicht in der Lage ist zu assoziieren, wie man von einem Raum in den anderen kommt und wie man die Dinge im Leben miteinander verbindet. Wie man die Dinge miteinander verbindet, das weißt du nicht, sagte Pablito ärgerlich und er wunderte sich über seine besorgte Art. Aber das ist schließlich auch meine eigene Schuld, weil ich es dir noch nicht beigebracht habe, wie man von einem zum anderen geht, ohne sich bewusst zu verlieren. Dorrit schluckte, weil ihr klarer wurde, dass mit ihr etwas Besonderes stattgefunden haben musste, was wohl außerhalb ihrer Kontrolle war. Du kannst natürlich auch alles überscharf wahrnehmen. Dadurch verlieren die Dinge in der Wahrnehmung ihre Bedeutung. Praktisch sparst du dir den Sinn der jeweiligen Existenz, die du wahrnimmst. Pablito senkte den Kopf. Wenn du bei einer solchen Aktion die Dinge nicht für das liebst, was sie sind, also ihren Sinn nicht würdigst, dann fühlen sie sich nicht anerkannt, dann versündigst du dich an ihrer Existenz. Er schien ganz traurig. Daran erkennst du nicht ihre Vergänglichkeit, weswegen all die Dinge ja schließlich für einen begrenzten Zeitraum im Universum existieren. Er setzte sich dichter neben sie. Wenn du also in die arme Wolke starrst und sie aufsaugst, ohne sie zu begreifen, dann hast du nichts begriffen. Dorrit fing an zu weinen, zuerst lautlos, wie ein leichter Schnupfen, dann hemmungsloser. Alle Dinge, die du als die Person, die du bist, wahrnehmen kannst, stehen in einem Zusammenhang und in einem Bezug zueinander. Wenn du sie so öffnest, wie du es vorhin versucht hast, und Pablito seufzte einen tiefen Atemzug, dann ergibt es keinen Sinn und dann fallen sie auseinander. Du musst sie lieben für das, was sie sind. Und lieben heißt demütig und nachsichtig mit dem sein, was da ist, es achten und respektieren. Der Bezug ist die Liebe, die alles verbindet. Sie zu missachten, häuft negatives Karma an. Dorrit begriff das, was er erzählte, ohne ihn genau zu verstehen. Die Steinbock-Gruppe war an dem Aufstieg gescheitert. Sie stiegen endgültig hinab, der erfahrenste von ihnen immer noch vorweg. Es würde ein anderes Mal geben, bei dem sie es schaffen würden, hinaufzusteigen. Wie erfahrene Bergsteiger, die sich eingestehen, dass es jetzt nicht geht. Aber dass das kein Ende ist. Anfang und Enden gab es nicht, nur Geschehendes in aller Ewigkeit. Weiter unten fand das Begegnungsdrama statt, in das Espirito unfreiwillig verwickelt war. Das fallende Kind, der trudelnde Säugling John John und sein auf dem Hintern rutschender Vater John nahmen an Fahrt auf. Gemeinsam fielen sie den Abgrund entgegen. John spürte die Beschleunigung, wie er noch nie eine fremde Kraft derart in seinem Leben gespürt hatte. Jeder Akt der Bewegung, zu dem er in seinen willentlichen Anstrengungen bisher in seinem Leben imstande war, war nichts gegen das, was hier gerade passierte und sich vollzog und die beiden in rasender Geschwindigkeit anzog. Ja, Gravitationsenergie hob tatsächlich die Zeit auf. Dies war jenseits von schnell und langsam. In diesen Augenblicken spulte sich all das Wichtige, das er in seinem Leben erkannt hatte, ab und es erstaunte ihn,
als er es merkte, dass er von all dem nichts mehr rückgängig machen konnte, dass gleich sein Bewusstsein erlöschen würde, so wie das des schleudernden Kindes hinter ihm wahrscheinlich schon erloschen war, tauchte etwas Dunkles vor ihm auf. Warm und dunkel war es, ja, und irgendwie angenehm, groß. Espirito erlebte gerade den Höhepunkt seines Lebens, einen Höhepunkt, mit dem er nicht gerechnet hatte. Irgendwie war er froh, denn das, was er in letzter Zeit so in seinem Leben gemacht hatte, hatte ihn nicht unbedingt zufrieden gemacht. Er stand hinter dem Fels, der den beiden Fallenden im Weg stand. Er stand einfach so da, so wie er auch einfach in diese Gegend hier oben gekommen war. Und dann trat er vor den Fels, so, als würde er gerade aus seinem Haus kommen und sah John, der noch ein Dutzend Meter von ihm entfernt war, in die Augen. John erkannte ihn sofort. Und das morgendliche Stelldichein damals nach der ersten Nacht mit Dorit und Pablito kam ihm sofort aus seiner Erinnerung empor. Komischerweise musste er sofort gleichzeitig an Catalina denken, die ja wirklich weiter oben mit Laura stand, und auf einmal war ihm klar, dass Catalina und Espirito eine Person waren. Ja, nur eine. Und nicht Frau und Mann. Selbst damals draußen nicht, als Espirito diesen Wellenvorführung mit ihnen veranstaltet hatte. Dorit und Pablito schwiegen eine Weile in der stärker werdenden Dämmerung des Flures. Das Holz knisterte angenehm, wie jedes Mal, wenn sie sich hier drinnen befunden hatten. Das Holz war wie sie beide ein Wesen, auch wenn es irgendwann einmal von den Bäumen gefällt und gesägt worden war. Eigentlich ist es ganz einfach, sich außerhalb der gewohnheitsmäßigen Menschenerfahrungen aufzuhalten. Du musst lediglich die vorhandenen Konditionierungen und die Schemen aufgeben. Allerdings nicht zu dem Preis, den du vorhin dafür gezahlt hast, sagte Pablito zu Dorit, die immer noch ein wenig benommen neben ihm stand. Aber deshalb bin ich ja nun in deinem Leben, um das auch zu ermöglichen. Er grinste. Du kannst es möglich machen. Zwar wirst du nie eine Zauberin werden, aber es ist es allemal wert, solche neuen Erfahrungen gemacht zu haben. Pablito kratzte sich am Kopf, als ob er sich nicht ganz sicher sei, was er eben zu ihr gesagt hatte. Also, in der Wahrnehmung dessen, was du mit deinen Sinnen erfassen kannst, liegt deine Lebenserfahrung zugrunde. Und wenn du dir erlaubst, einfach mehr wahrzunehmen, überschreitest du eine Grenze, die für den Gebrauch durch dein Leben ungewöhnlich ist. Und darum ist es gefährlich. Pablito kratzte sich nochmal. Dann hat er plötzlich einen anderen Gesichtsausdruck, jenseits von dem, was Dorit bei ihm bisher als ernst bezeichnen würde. Ernst, noch ernster, mehr als nur das Wort samt seiner Bedeutung. Es ist wie Kernspaltung. Bei Kernspaltung fuhr er mit der Handkante an seinen Kehlkopf. Das so erzeugte K klang zünftiger und furchteinflößender als jeder Schweizer Ch-Laut. Es ist mehr als das. Dahinter, darinnen, ist etwas Ungeheures. Nun hielt er Dorit tatsächlich mit beiden Händen an ihren Oberarmen fest, etwas, das er noch nie gemacht hatte. Ungeheuer schlimm und ungeheuer gut, jenseits von schlimm und gut. Pablito setzte sich auf den Boden. Seine Augen versuchten, das zu vermeiden, was er Dorit eigentlich ersparen wollte, aber er merkte, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, an dem er ihr das nicht mehr ersparen konnte. Der kleine John hörte in seinem tiefen Inneren die Stimme Espiritus und sein sicherer Tod, der jetzt und darüber hinaus stets eine Option seines Lebens war,
verwandelte sich in sein weiteres Leben. Espirito fing den Säugling in seinem roten Wollanzug mühelos mit beiden Händen auf, während John sichtlich langsamer wurde und kurz vor Espirito in dem dahinterliegenden Fels anhielt. Seine Hose qualmte. Reibung, grunzte Espirito erstaunt über den Zustand von Johns Hose. Verwandelt alles durch seine Hitze. John schrie nun noch höher, nachdem er für ein paar lange, ewige Sekunden Luft dafür geschöpft hatte. John hatte Angst, weil er Espirito auch für Catalina hielt. Er wagte kaum nach oben zu sehen. Ein Schatten zog an den Dreien vorbei. Dann hörte er Lauras Stimme, die von hinten näher kam. Laura setzte ihre Füße Schritt für Schritt quer vor sich und ging so sehr sicher und schnell den Hang hinab. Dann nahm sie das kleine Bündel aus Espiritos Händen, um sich zu vergewissern, dass es auch wirklich noch da war. Hinter ihr war niemand mehr. John hatte in diesem Moment nichts weiter zu tun, als nach oben zu schauen, ob Catalina nun auch hinunter zu ihnen käme. Aber da war keine Catalina. »Wo ist Catalina?«, fragte er Laura, aber die ignorierte seine Frage, wie ihn selbst auch, sondern beschäftigte sich nur noch mit dem Kind, ohne sich um Espirito und ihn zu kümmern. Sie hockte sich hin und zog ihre rechte Brust so schnell heraus, dass es John verblüffte, wie schnell eine Frau das zweitintimste an ihrem Körper präsentieren konnte, wenn er bedachte, welchen Aufwand es für einen Mann gewöhnlich benötigte, um dieser süßen Blöße gewahr zu werden. Kaum hatte der Kleine ihre Brustwarze im Mund, schaute Laura auf John, als ob sie ihm sagen wollte, was für ein erbärmlicher Typ er war. Sie brauchte die zugehörigen Worte nicht. Ihr Blick war viel mehr, als es die beigepackten Worte noch weiter unterstreichen konnten. John wurde sich jetzt erstmals bewusst, dass der gerade gerettete Säugling etwas mit ihm zu tun haben könnte. Sein Blick flatterte zwischen Lauras Augen, ihrer verdeckten Brust und dem winzigen Hinterkopf des Babys her, dessen Form ihn an seinen eigenen Kopf erinnerte. Ihm wurde heiß und Laura bedauerte, dass sie ihn über die Schwangerschaft mit seinem Kind nicht informiert hatte. Beide benutzten unbewusst ihre bewusst werdenden Schuldgefühle, um zu einem emotionalen Ausgleich zu gelangen. Etwas zwischen ihnen konnte weitergehen. Espirito grinste irgendwie wie Catalina und dann sah John Catalina an Espiritos Stelle, oder dachte er sich das nicht nur aus? Pablito zeigt auf einmal alle seine Gefühle, die er Dorit gegenüber zeigen konnte. »Du bist einmalig in deinem Sein«, weich und lang betonte er, »wertvoll, weil du nur einmal so existierst.« Dorit fühlte, wie sich ihre Tränen einen Weg von tief innen nach außen zu ihren Augen bahnten. Sie begriff auf einen Schlag, dass sie tatsächlich einmalig sein musste, dass jeder Atemzug von ihr in diesem Leben einzigartig war, wertvoll, weil es ihn und sie gab. Ohne Bedauern und Angst fühlte sie das, wusste sie darum und wusste auch, wenn ihr Leben eines Tages beendet sein würde, dann würde sie als die, die sie lebte, nicht mehr so sein. Nie mehr. Pablito hielt Dorit nun fest und gleichzeitig sanft umschlossen in seinen Armen. Er flüsterte, »Du bist dann, als diese Identität in deiner Einmaligkeit verlöscht.« Dorit weinte nun auf die Art, wie wenn etwas Tiefes, Inneres und Wichtiges durch den unaufhaltsamen Fluss ihrer Tränen nach außen getragen wurde. Erlöst. Erkannt, erfüllt, befreit, zu etwas Neuem bereit und werdend.
Es ist das Weinen, das wir als Menschen kennen, wenn wir eine wertvolle Beziehung verloren haben und uns bewusst wird, dass sie unwiederbringlich gegangen ist. Genau dieses Weinen. Dann sagte Pablito wieder mit normaler Stimme, und daraus wird wieder etwas Neues. Nichts geht letztendlich verloren, auch wenn du nicht mehr bist. Es wird nur wieder neu zusammengesetzt. Es geht in das Große ein, das uns stets umgibt und durchdringt. Er räusperte sich umständlich. Vielmehr, es kehrt dahin wieder zurück, so wie eine Welle, die sich an den Strand verirrt hat, von dem großen Wasser, aus dem sie gekommen ist, und wieder zurückkehrt. Oder wie der Sturm, der wieder zum Wind wird und danach in die Luftmassen zurückkehrt, die ihn geboren haben. Pablito liebte die Worte, und Doret spürte ihn als gütigen Vater und vollwertigen Mann. Vor allem aber fühlte sie ihn als Mensch, so wie sie sich nun auch tatsächlich selbst spüren konnte. Ganz und ohne weiteres Suchen, sinnvoll, klar in ihrer Bestimmung. Eine mutige Dorit, die den Himmel nie mehr so anstarren würde wie vorhin, weil er sie dann verschlingen würde und sie ihre Aufgabe in ihrem Leben preisgegeben hätte. Weil sie die Kernspaltung gewagt hätte, die Schöpfungsenergie versucht hätte, die sie in ihrer Existenz so nicht angehen durften. Diese menschlichen Versuchungen, diese Höllen, die wir uns immer wieder antun, um etwas zu bekommen, das wir noch nicht verdient haben. Pablito rutschte umständlich auf dem Holzboden herum, als ob er eine bequemere Haltung finden wollte. Dann sagte er das Letzte zu Dorit. Laura und John und John, John und Catalina saßen im kleinen Kreis ziemlich eng zusammen. John, John gluckste voller Freude und John hatte begriffen, was seine Aufgabe war. Er war froh darüber. Catalina wusste, dass für diesmal ihre Aufgabe wieder beendet war. Wieder einmal. Espirito in ihr war damit einverstanden und Pablito wäre mit Catalina und Espirito trotz all ihrer Unterschiedlichkeiten ebenso im Einklang. Laura und John und Dorit träumten einen letzten gemeinsamen Traum. Einen letzten Traum ihrer besonderen Begegnung, die sie in den zurückliegenden Zeiten mit Catalina, Pablito und Espirito hatten. Es war wertvoll, euch dreien begegnet zu sein. Ihr seid wie jeder Mensch etwas ganz Besonderes. Ein gewollter Sinn dieses großen Universums. Jeder vollkommen einmalig. Jeder ein Teil dieses großen Schöpfung, die sich in ihrer Großartigkeit in jedem von euch zeigt. Dieses große Gemeinsame. Pablitos Stimme klang durchdringend. Trotz diesem Widerspruch, einerseits seid ihr einmalig und autark, auf euch alleine geworfen, andererseits ein Bestandteil des Großen, erfüllt ihr eine Aufgabe, jeder anders als der andere. Als ob er ein wenig an seinen Worten zweifeln würde und deshalb mit Zeige und Mittelfinger über seine weiche, etwas stopplige Backe streichend ergänzte. Erfüllt ihr eine persönliche Aufgabe in eurer Existenz. Jeder ist ein Botschafter des Großen, was hinter ihm steht und was ihn durchdringt. Denn das zu Vermittelnde des Großen verlangt nach einer Form, nach einem Leben, das es füllen kann. Es will sich in seiner unendlichen Liebe und Gütigkeit zeigen und zum Ausdruck bringen. Pablito lachte kurz. Es will seine Stille verlassen, um einen kleinen, aber vollkommenen Teil seines Großen zu offenbaren. Dann verlosch seine Stimme und die Stimme von Catalina,
die John so oft im Traum gehört hatte, schloss sich dem Dialog an. Es zeigt sich ewig und durchdringt alles. Es ist jenseits von groß und klein. Es kennt keine Zeit und keinen Raum, die ihr Menschen für euer Verständnis vom Sinn der Existenz braucht. Sie lächelte im Dunkeln, kaum zu erkennen, wie immer, in weichem Schwarz-Weiß, wie in einem frühen Film. Ihr braucht Geschichten, die einen Anfang, einen Fortgang und ein Ende haben, und wir liefern sie euch in euren Begegnungen. Geschichten beginnen irgendwann und enden irgendwo, so wie ihr älter werdet und schließlich zerfallen müsst. Catalina schüttelte ihr Haar in den Nacken, eine Pose, die John bei ihr noch nie gesehen hatte. Alles Materielle kommt und geht, baut sich auf, wächst und zerfällt. Aber das, was es formt, bleibt immer bestehen. Wieder lächelte sie. Wir drei. Sie verdrehte dabei die Augen. Wir zwei tauchen auf und tauchen ab. Wir nutzen das Dazwischen, um etwas zu zeigen. Wir leben dazwischen, nicht verhaftet in eurer Existenz. Aber wir sind auch nicht im Verborgenen. Das Gesicht Catalinas verwandelte sich zunächst in den Schnurrbart von Espirito, dann wuchs er als die ganze Person, die er war, unglaublich aus Catalina heraus. Wir sind die Abgesandten aus dem Nirvana. Er lachte laut. Die Botschafter des Großen. Bei den alten Griechen waren wir die Götter, die sich um den Olymp tummelten. Jetzt sind wir seltsame Gestalten, kauzig und alt, latschen mit euch durch die Gegend, fangen kullernde Babys auf und sowas. Plötzlich hatte Espirito einen kahlen Schädel. Ach, eigentlich sind wir Buddhas. Jetzt mischte sich Pableto wieder ein. Weder das eine noch das andere. Wir sind die, wie es euch jeweils erscheint, wie ihr uns seht, Botschafter eures Sinnes und nichts weiter. Dann wurde Pablito ganz ernst. Aber macht keine weitere Religion daraus. Es ist alles nicht so wahr, wie ihr glaubt. Es bleibt im Ungefähren. Ihr könnt es nie absolut wissen, niemals. Er schlug mit der flachen Hand auf seinen Schenkel. Aus dem Dunkeln des Raumes, der für John eine Atmosphäre hatte, wie damals in der Nacht mit Catalina in dem Berghotel und dem leise fallenden Schnee draußen, kam die Stimme Catalinas und Espiritus zugleich. Lebt euer Leben, denn es ist sinnvoll, es ist gewollt. Vergesst eure Angst nicht, sie bahnt euch die Wege für das Leben. Sie lässt euch erschauern vor dem Großen, das euch eines Tages erwartet und euch erlöst. Verdammt nochmal, schrie Pablito aus der Dunkelheit. Laura wand sich während des intensiven Traumes in ihrem Bett, nicht ohne auf den kleinen John John neben sich Acht zu geben. Ja, erlöst, weil eine Existenz reicht für die Ermessung des Ganzen nicht. Es braucht viele. Grund zum Sterben. Und wenn ihr alles erlebt habt, dann bleibt immer noch etwas zum Erleben, was sich stets alles weiter schöpft, obwohl es, Pablito kam ins Schleudern, obwohl eigentlich alles immer das Gleiche ist oder zumindest ähnlich. Neu und alt sind eines. Das Duale mit all den Gegensätzen ist eine paradiesische Einheit, die immer alles von seinem Dasein erlöst, wohl sowas. Wieder kratzt er sich irgendwo am Kopf. Wie die Hand Gottes. Hätte ich beinahe gesagt. Als ob ihm das peinlich wäre. Zum Schluss des Traumes kamen Catalina und Pablito noch einmal in den Vordergrund. Stumm, sehr groß und all die Attribute, die sie als Frau und Mann und Mensch hatten, waren so wunderschön, dass sie von jetzt an in Dorit, John und Laura waren. Etwas von ihnen ging wirklich in sie ein. Ihr Leben würde nach dem Traum wieder ein Leben ohne ihre Begleiter sein, ein verändertes.
dankbarer, gnadenvoller, mit weniger Wollen, unperfektionistisch, auf jeden Fall auch gütiger, mit weniger Verstrickungen, mehr schön um des Lebens willen. Jede ihrer Sekunden, die sie noch weiter im Leben hatten, wäre wertvoll an sich. Sie mussten nichts Bestimmtes erreichen, begegnen, leben, all das mit weniger Besitz. Es war wie eine Todeserkenntnis ohne Tod. Ihre Geschichte, die wir eine Weile begleitet haben, ist hier zu Ende. Vielleicht begegnen wir Ihnen in einer anderen Geschichte wieder, weiter in anderen Menschen, die anderes und ähnliches erleben, was erzählenswert ist. Und was war mit dieser Zeitepoche, in der Sie lebten? Was geschah mit all dem Wissen, der ganzen Technik, die immer subtiler wurde? Den Speichern für Informationen, der weiteren Entwicklung der Menschen, all dem Trubel, all den Auseinandersetzungen und Kriegen, die weiterhin Bestandteil der Geschichte waren? Dem ganzen Getöse um Warum und Weshalb und Recht und Unrecht, Macht und Ohnmacht, Gier, Eifersucht, Kleben, Hass, Unwissen und einseitigen Überzeugungen? Blieb das alles so? Oder wohin führte es? Oder durfte das viele Wissen etwas weiteres ermöglichen? War es vielleicht schon vorhanden, bevor es gesammelt wurde? Wir wissen es nicht, obwohl es uns schon längst klar ist.